nicht. Schlachtvieh. Tja, es kann nur einer überleben. Also, gewinnen. Es geht genauso hart los, wie es beim letzten Mal geendet hat, ne? Es ist einfach so. Aber wer weiß, also, beim letzten Mal ist es echt gut gelaufen, ja? Also... Ja doch, ja, ich werde sie, glaube ich, auch hochladen. Beim letzten Mal ist es echt gut gelaufen. Der Stefan hat richtig auf die Fresse bekommen, ne? Und jetzt müssen wir natürlich unser Standing... Was? Nein, neues ja, Spiel. Ja, wer möchte denn alles... So, wir müssen natürlich unser Standing bestätigen, ne? Knuddel Poops ist back in business mit dem Anker, läuft einfach. Im Abverkauf. Und mit dem Anker werden wir jetzt einfach den Stefan wieder voll ins Gesicht ballern. Live aus Köln-Mühlheim. Live aus Köln-Mühlheim, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr euch fragt, wo ich wohne, Köln-Mühlheim. Ich bin es. So, auf geht's, Stefan. Ich hab Bock. Bitte was Gutes. Wer weiß mehr? Och, ja, das ist natürlich wieder sowas, wo ich mir denke, yay, das ist ein guter Anfang. Eine Frage mit 15 Antworten. Ja, gut. Das wer weiß kennt mehr, schon. Heißt das Spiel. Ihr spielt abwechselnd. Eine Frage mit 15 Antworten wird angezeigt. 5 Antworten sind falsch. Mhm. Nun müsst ihr abwechselnd eine richtige Antwort auswählen. Wer 4-mal falsch liegt, scheidet aus. Der andere gewinnt. Alles klar. Also Knuddelpups ist ja fast schon so ein alter Hase wie der Stefan, weil wir spielen ja die ganze Zeit nur noch gegeneinander. Ne? Aber Knuddelpups kann sich heute wieder beweisen. Das werden wir tun, Freunde. Wir werden unser Bestes geben. Nur denkt dran, wenn hier und da mal was falsch ist oder so, Stein drauf, ne, so wie man dann heutzutage sagt, und dann weitermachen. Ich bin nicht blöd. Okay, manchmal bin ich blöd. Aber egal, Knuddelpups, du bist geil. Fangen wir mal an. Welches ist eine administrative Provinz? Ja, sicher. Das ist natürlich wieder das ist mein Gebiet. Stimmt, weiter so. Shang-Chi, ey. Koberind haben wir auch. Das lasse ich mal so gelten. Kyoto hätte ich jetzt gesagt. Fälschung ja, geil, das ist wieder falsch. Oh. Nice. So, pass gut auf. Wer war, ist ein berühmter Ich weiß alles, Leute. Ihr merkt schon. Ich bin einfach Knuddelpups. Knuddelpups ist berühmter Maler. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Berühmter Maler richtig. Ist Knuddelpups auf jeden Fall nicht. Dass er sich jetzt hier den Vincent van Gogh rausballert, ne? Ey, ohne Witz, ich kenne halt keine anderen. Hier, George Clooney, der ist bestimmt ein Maler, ja. Der ist es. Ernest Hemingway ist es auch. Alfred Hitchcock ist auch auf jeden Fall ein Maler. Warte mal, 15 falsch, ne? Der ist bestimmt einer. Eine präzise und richtige Antwort. Richtig. Paul Klee, Alter. Jan Lichtenstein. Roy Lichtenstein. Garten oder gewusst, es stimmt. Na, Stefan? Richtige Antwort. Oh, Stefan weiß es. Stefan weiß es. Das ist doch hier so ein Künstlername. Stimmt. Stimmt. Hey, Steven. Nice. Gut gemacht. Also ich lerne, ich rate gerade des Todes, ja? Also ohne Witz. Ich rate des Todes. George Clooney. Oder vielleicht doch Edgar Degas. Man Ray. Habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung. Das hört sich an wie irgendwas zu essen. Jan. Da kennt sich du bist es. So, jetzt wird es schwierig, ne? Jawoll ja. Jawoll ja. Okay. Also George Clooney ist bestimmt kein Maler. Ich glaube, 5 Sachen sind falsch, ja? Der ist kein Maler. Oder vielleicht ist er doch. Ich weiß es nicht. Ja, geil. Caspar David Friedrich. Daneben. Och, ich wollte ihn nehmen. Ich wollte ihn es nehmen. Geht weiter. Och, sehr Mann. Oh. Wäre ich mal bei meinem ersten Gedanken geblieben, ne? Welt. Die 10 letzten... Super. Hatten wir das nicht jetzt? Letztens schon? Nee. Hier, Mississippi ist doch mega lang, oder? Amazonas ist doch auch mega lang. Bravo. Das ist wieder so eine Frage. Alter, der gelbe Fluss, Alter. Was ist ein gelber Fluss? Haben die alle reingepinkelt? Oder Wolga? Willi Wolga. Willi Wolga. Amazonas. Das ist korrekt. Ich bin ja natürlich. OB? Also, es kommt drauf an, wie viel das OB schon eingesaugt richtig hat. Ne? Das ist dann natürlich nochmal was anderes. Mekong. Klar, Stefan kennt Mekong. Die Antwort ist der richtig. Der weiß es. Der weiß es einfach.
Das akzeptiere ich als richtig. Ey, ohne Witz, ne? Das ist ein blödes Spiel für den Anfang. Ich bin noch nicht warm gespielt. Sonst hätte ich alles gewusst. Ich nehme... Die Antwort war so falsch, da bin ja sogar ich vor Scham. Ach, komm, Steven, ey! Jetzt mal ganz ehrlich, ich mach's jetzt hier einen auf Kommentator, oder was? Welches der folgenden Wesen entspringt einem... Oh, da könnte ich gut sein. Hunde... Ja, okay, alles klar. Hat's erledigt. Welches der folgenden Wesen entspringt einem Märchen? Ja, Rotkäppchen, auf geht's. Absolut richtig. Hundemaus. Wer kennt sie nicht, die Hundemaus? Stefan, das wollte ich hören. Braunröschen, ja. Das ist es. Diese Antwort war gut. Das ist wie, als wenn du Pest nur mit Märchen spielst. Braunröschen oder... Stefan, och, Mann, so kann Stefan. Ich das nicht gelten lassen. Weißt du, einmal eine Kategorie für mich? Weitermachen? Egal, ihr müsst. Welcher dieser Berge liegt in der Schweiz? Oh nein. Stefan, meilenweit... Die Wetterspitze. Die Wetterspitze. Wer kennt den Berg nicht? Damit hätte ich... Die Wetterspitze, Freunde. Alles klar. Das ist ein franco-belgischer Comic. Franco-belgischer Comic. Das ist doch mein Bereich, ja? Franco-belgischer Comic. Hier, Asterix. Na, es geht doch. Tim und Struppi ist es bestimmt auch. Korrekt und akzeptabel. In Schwarze getroffen. Boah, Stups und Steppke, würde ich sagen. Stimmt, weiter so. Ja, geil, Stefan. Hast wieder abgehört, ne? Boah. Das lasse ich mal so gelten. Das kam ja wie aus der Pistole. Was hat er jetzt genommen? Ich habe ihn nicht gesehen. Blake and Mortimer. Boah, das ist jetzt nur raten. Sailor Moon, bestimmt. Sailor Moon. Corto Maltese, es hört sich an wie so ein... Wie in der Schule, leider ungenügend. Dann nicht. Dann halt doch nicht. Stefan gewonnen, Leute, erstes Spiel. Eben einen großen Wissensschatz. Ja, Wissensschatz hat er. Guck mal, wie groß sein Mund ist. Dann weißt du, was groß ist und was da alles reinpasst. Dann ja, ja. Holen wir mal kurz Stefan. Das Zwischenresultat ein. Stefan, super. Stefan. Super. Gut gemacht. Ein Punkt gespielt. Jetzt müssen wir uns ranhalten, Freunde. Jetzt ist gefährlich. Spiel 2. Autoreifen. Oh, Auto. Alter, Autoreifen war nice. Das konnten wir. Ist nur die Frage, ob wir es diesmal auch wieder abrufen können, ne? Wer kann Autoreifen ins Ziel lenken? Hoffentlich ihr. Ihr müsst jeder abwechselnd 5 Autoreifen in eine Mauerlücke rollen. Steven, jawohl. Ein Reifen darf nur bis zu einer Startlinie gerollt werden. Anschließend dürft ihr nicht mehr berühren. Mhm. Wer nach der letzten Runde die meisten Punkte erreicht, hat gewonnen. Mhm. Alles klar. Ich bin ready. Knullpups ist bereit. Let's go. Wir legen vor. War das schneller als beim letzten Mal, ey? Aber ich glaube, der müsste eigentlich gut sein. Sieht gut aus. Jawohl. Knullpups, wichtig. Wichtig. Er hat mal schön vorgelegt, Alter. Komm, der Stefan ist doch bestimmt nervös jetzt, oder nicht? Der zappelt doch komplett einen weg. Ah, nee, der ist auch perfekt. Ach, Mann, Stefan, ey. Erzähl mir Hast doch nichts. Hast du heimlich geübt? Nee, das ist mein Job. Steven. Lass mir meine Momente, ja? Bitte. Oh, der müsste eigentlich solide sein. Knuddelpups, komm. Der taumelt nicht gar nichts. Nicht schlecht. Danke, Steven. Danke. Danke, Steven. Immer wieder gerne. Oh, der taumelt. Oh, da ist er nervös. Oh, da ist er nervös, der Stefan. Heieieiei. So schwer. Der rollt nach Hause zu seiner Reifenfamilie. Mami, die großen Männer haben mich wieder geschubst. Okay. Oh, knappes Ding. Ganz knappes Ding. Der könnte richtig eng werden. Der könnte echt eng werden. Läuft und läuft. Boah, jawoll. Nice. So, Stefan ist jetzt unter Druck, ne? Der muss es jetzt machen. Der muss jetzt hier den reinmachen.
Oh, da hat er ganz vorsichtig gerollt. Der kommt ja nicht mal an. Stefan, der bleibt... verhungert. Der bleibt stehen, Stefan. Das ist zu langsam. Stefan, warst du noch nicht tanken heute, oder was? Stefan. Der hat Nerven, der Mann. Guck mal da. Ups. Oh. Also ich hatte gerade noch die Hoffnung, dass er spontan irgendwie nach rechts dreht und dann doch irgendwie reinrollt. Man soll die Hoffnung niemals aufgeben. So, wenn ich den jetzt reinmache, dann haben wir das Spiel schon gewonnen. Okay, Kevin. Knuddelpups. Fokus. Okay, der sollte eigentlich gut sein. Ja, Mann. Ja, Mann. Knuddelpups. Der Reifen rollt. Der Reifen rollt, hör mal. Gleich in dein Gesicht, wenn du so weitermachst. Ha. Danke, Steven. Danke. Das soll dir mal einer nachmachen. Knuddelpups ist back, Leute. Knuddelpups ist sowas von back, Mann. Ach, schön. Dann zählen wir mal Pünktchen. Super, Steven. Super. Bisher läuft's. Wir sind in Führung. Nur wir sollten vielleicht jetzt auch an den Siegen dranbleiben. Oh, Fehlerbilder ist auch wieder ein Spiel für uns. Auf geht's. Fehlerbilder ist wieder ein Spiel, wo wir sagen können... Nein, es fehlen keine Bilder. Es sind Fehler in den Bildern. Ihr spielt gleichzeitig. Ja, zwei Bilder werden gezeigt. Auf dem rechten Bild hat sich ein Fehler eingeschlichen. Ja. Buzzt, sobald ihr den Fehler gefunden habt und markiert ihn. Ist die Markierung falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Es gewinnt der Spieler, der zuerst 6 Punkte hat. Mhm. Ich bin ready. Das Spiel Poops. Beginnt. Knuddelpups, das ist unser Zuhause hier. Jawohl, Knuddelpups, genau so. Das ist der Fehler. Genau so, Knuddelpups. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Steven, gut, konzentrier dich du auf deine Arbeit, ja? Jawohl, Knuddelpups. Sauber, Knuddelpups. Du hast den Fehler. Jawohl. Interessant. Boah, das sind aber auch Bilder, ne? Und das ist in der Tat der Fehler. Uiuiuiui. Na, ihr werdet 3-0. Der Schnabel ist zu kurz. Fehler gefunden. Bravo. Und unser Spiel geht weiter. Mhm. Oh. Ah, guck mal da. Das Holzstück fehlt. Diese Stelle das ist doch nicht echt. Super. Knuddelpups, dann du bist echt auf Leistung gerade. Sauber, Knuddelpups. Ah ja. Nee, was war das? Ich weiß es nicht. Wann ist es? Ah ja, hier. Ich dachte, ich hätte gerade das in der Mitte irgendwas gesehen, aber es war gar nicht der Fall. Sieg war ja nicht so leicht, die ganzen Fehler zu finden. Steven, danke. Danke für dein Kompliment, ja. Vielen, vielen Dank, Knuddelpups. Muss ich natürlich auch mal wirklich Kompliment geben. Super gemacht. Erstmal 5 Punkte geholt, aber das heißt, wie gesagt, wie immer noch nichts. Ne? Stefan kann von hier auf jetzt kann er einfach komplett loslegen und dann richtig sein Nitro zünden. Ist gar nicht viel. Spiel 4. 4 Punkte. Spaghetti. Oh, Spaghetti ist auch wieder ein Game, was wir drauf haben können eigentlich. Oh ja, Spaghetti. Leute, in Spaghetti fangen... Bei diesem Spiel müsst ihr schnell und präzise sein, yes. Sonst bricht das Ding noch. Ein ungekochtes Spaghetti Ding soll natürlich nicht brechen. Ne? Sobald ein Signal ertönt, sollt ihr die Nudel schnappen. Der Spieler, der den längsten Teil erwischt hat, bekommt einen Punkt. Ja, Steven, das gewinnt der schnappen Spieler, wir mal die Nudel, ne? Erst 5 Punkte hat. Die Nudel schnappen sollen wir, Leute. Also im Nudelschnappen bin ich eigentlich geübt. Also sollte eigentlich gehen. Jetzt wird es spannend. Okay. Da hast du den besseren Teil. Sauber, Knuddel. Sauber. Knuddelpups. Alter, wir machen weiter. Mit diesem Outfit ist er einfach so killer, ne? Obacht jetzt. Oh, da war er besser. Das Spaghetti ist gebrochen. Da war er besser. Zu deinen Gunsten. Und munter weiter. Yes. Gebrochen. Punkt geht an. Wie immer rechts aus dem Hintergrund so jemand so laut schreit. Yeah! Hört mal hin. Auch Stefan! Na, das ging ja daneben. Mann, wir machen ey. Dann mal fröhlich weiter. Lass dir erstmal einen fahren. Ich glaube, der spinnt ja wohl.
Sag mal. Du musst auf das Signal warten. Kannst du vor dem ganzen Geruch nichts mehr da sehen, oder was? Da würde ich mich schwer tun. Aber gut. Boah. Jawoll! Das Spaghetti hat zwar einen offenen Bauch, nice. Aber du bekommst einen Punkt. Hurtig schreiten wir voran. Letzter Punkt jetzt, komm. Komm, Knuddel. Oh. So wird das nicht. Mann! Knappe Bude. Was wollte ich? Ach ja. Knuddelpups ist einfach on point heute, Leute. Ohne Witz, Knuddelpups ist am Start. Ein schöner Sieg, meine Damen und Herren. Bei diesem Spiel wurden natürlich keine Spaghettis verletzt oder sind zu Tode gekommen. Ach, Steven, ey. Das ist echt anstrengend, Steven. Ohne Witz, ne? Es ist keine Spaghetti verletzt oder zu Tode gekommen. Oder es wurde keine Spaghetti verletzt oder ist zu Tode gekommen. Das stimmt erstens gar nicht, weil wir die ganzen Spaghetti irgendwie auseinandergebrochen haben. Aber es wurde ja niemand verletzt, Steven, ne? Klar, Steven, klar. Natürlich. Spiel 5. Komm weiter, so Knuddelpups. Buchstabensalat. Oh! Buchstabensalat hat man noch nicht. Die Buchstaben eines gesuchten Wortes müssen richtig zusammengesetzt werden. Ihr müsst den vorgegebenen Buchstaben an die richtige Stelle rücken. Hatten wir das? Ich glaube ich, in der ersten Runde hatten wir das mal. Salat entwirren. Ihr spielt abwechselnd. Die Buchstaben eines gesuchten Wortes müssen richtig zusammengesetzt werden. Ihr müsst den vorgegebenen Buchstaben an die richtige Stelle rücken. Wenn der Buchstabe richtig platziert wurde, dürft ihr den nächsten Buchstaben setzen. Wenn der Buchstabe falsch platziert wurde, ist euer Gegner an der Reihe. Wer den letzten Buchstaben des Wortes korrekt setzt, erhält den Punkt. Wer von euch als erstes 5 Punkte erreicht, hat gewonnen. Doch, ich glaube, wir hatten das mal in der ersten Ausgabe, glaube ich. Dieser Buchstabensalat beschreibt... Okay, das ist hart jetzt, Alter. Was suchst du dir aus? Wir suchen etwas zum Verschenken. Knuddelpups. Ach, Mann. Das ist leider falsch. Jetzt kommt dein Kontrahent dran. Und damit bist du wieder an der Reihe. Stefan. Klar, Stefan, richtig. Natürlich. Dann auf ein neues. Das war korrekt. Du hast noch einen Versuch. Gutschein, oh lol. Stefan. Gutschein. Richtig, richtig. Mache bitte weiter. Ey, wenn man erstmal so ein paar Buchstaben sieht, ne, das ist halt... Tut mir leid, jetzt ist dein Gegner an der Reihe. Alles klar, Stefan, dann, ja. Dann halt nicht, ne? Also wenn du den Punkt nicht willst, Stefan, dann musst du ihn halt auch nicht nehmen, ne? Knuddelpups. Fein. Ich weiß. Schaffst du das nochmal? Ich weiß, buchstabieren ist schwierig, ja, bravo. Aber... Und gleich nochmal. Stefan, also vielleicht einfach mal den Mund zumachen und ein bisschen, ne, nachdenken. Oder so. Richtig. Kennt ihr noch ein anderes Wort für... Oh Mann, das war echt ein geschenkter Nimm Punkt. Nimm einen Buchstaben und platziere ihn. Wir suchen etwas Schnelles zum Essen. Fast Food. Was soll er denn sonst das sein? Das war richtig. Aber bitte weiter. Etwas Schnelles zum Essen. Sehr richtig. Also deshalb das ist halt schon sehr einfach jetzt gewesen, ne? So, mal gucken, ob er das Buchstaben... Das stimmt nicht. Leider. Ich glaube, Stefan schläft noch oder so. Ich glaube, der schläft noch. Ich glaube, der korrekt schläft noch, platziert, Freunde. Und somit darfst du weiterspielen. Wer kennt es nicht? Wasfuf. Der Buchstabe ist an der richtigen Stelle. Du darfst weitermachen. Das ist richtig. Danke, Steven. Danke. Nice, Alter. Hat der Stefan uns schon wieder einen Punkt geschenkt, ne? Weiter so. Also, was soll man dazu noch sagen? Fast Food. Wir haben das Wort und du den Punkt. Schreibt, auswählen und platzieren. Ey, nichts gegen Schlag den Rab, das dritte Spiel, das ist geil. Das ist ein geiles Spiel. Gut, du bist weiter. Wir suchen etwas Wichtiges für Analysen. Statistik.
Stefan. Und damit bist du wieder an der Reihe. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich da oben drüber gar nicht gecheckt, dass da irgendwie so ein Themenbereich sehen, gibt, ne? Was ja. Stefan ist natürlich wieder on point, Alter. Der hat wieder richtig Bock. Richtig. So. Dann auf ein neues. Gerne. Das war korrekt. Du hast noch einen Versuch. Statistik. Man muss auch aufpassen, dass man sich nicht verdrückt, weil das so schnell irgendwie hin und her switcht. Mache bitte weiter. Statistik. Fein. Schaffst du das nochmal? Fein, Steven. Ob ich das nochmal schaffe? Ich glaube, also ich habe kein S mehr. Bravo. Also ich glaube, ich kann. Und gleich nochmal. Wir suchen Knuddel. Etwas zum Meckern. Yep. Richtig. Wir suchen. Stimmt, das war, da war ja was. Schnapp dir einen Buchstaben und setze ihn ab. Wir suchen ein großes Unglück. Stefan, das war richtig. Katastrophe. Aber bitte weiter. Och, Leute. Nicht richtig. Och, Stefan, jetzt reicht es aber langsam. Mann, Stefan, das sieht man doch. Sehr richtig. Deshalb darfst du nochmal. Katastrophe. Knuddelpups. Korrekt platziert und so. Warum ist hier kein V drin? Katastrophe. Der Buchstabe ist an der richtigen Stelle. Du darfst weitermachen. Danke, Steven. Das ist richtig. Mach weiter. Knuddelpups. Sehr gut. Weiter so. Danke, Steven. Danke. Gut. Du bist weiter dran. Ich bin im Recall. Und damit bist du wieder an der Reihe. Richtig. Dann auf ein neues. Danke. Nice, Alter. 4 Punkte. Sehr gut aufgelöst. Wunderbar. Ich finde schön, wie Knuddelpups sich einfach immer gleich freut. Immer. Na, dann mach mal. Wir suchen etwas Bremsendes. Das war korrekt. Du hast noch einen Versuch. Stefan, richtig, richtig. Mache bitte weiter. Das ist so gänzlich falsch. Was ist das denn? Alter. Oh, Fallschirm! Oh, lol. Fallschirm! Knuddel. Etwas Bremsendes. Ich hab gerade irgendwie an einem Auto, an ein Auto gedacht oder so. Bravo. Fallschirm. Und gleich nochmal. Juhu. Fallschirm. Stefan. Das war richtig. Der Ralfschirm. Aber bitte weiter. genau. Sehr richtig. Nice. Deshalb darfst du nochmal. Hat er 3 Spiele hintereinander gewonnen. Mega. Knuddelpups. Korrekt platziert. Ich weiß nicht, ob Stefan irgendwie auf den Kopf gefallen ist heute, aber irgendwie hat er heute nicht so der die Laune. Der Buchstabe ist an der richtigen Stelle. Du aber denk dran, wir sind noch früh im Game, ne? Also das heißt gar nichts. Gar nichts. Bravo, du Buchstabenjongleur. Knuddel. Buchstabenjongleur. Du hast ja mit mehr Glück als Verstand gewonnen. Aber immerhin. Damit wieso bin ich zufrieden. Wieso mit mehr Glück als Verstand? Also, was kann ich denn dafür, wenn der Stefan da irgendwie Probleme macht? Der Spielestand bis jetzt. Alter, 4 Punkte hintereinander gewonnen. Stefan hat Spiel 1 gewonnen und wir haben einfach 4 Punkte. Aber das Problem ist halt jetzt, selbst wenn wir die jetzt hier gewinnen, dann bringen uns die gar nichts, wenn Stefan irgendwie 2 Punkte, 2 Runden jetzt hintereinander holt, ne? Aber egal, wir kämpfen weiter. Knuddelpups, Mann. Der ist einfach voller Tatendrang, weißt du?